Hallo und herzlich willkommen zu Bastel mit Nilem. Heute geht's weiter mit unserer Harry Potter Aufbewahrung, die wir am ersten Tag in der Harry Potter Woche gebastelt haben. Ihr habt ja in die Kommentare geschrieben, dass ihr gerne sehen möchtet, wie ich das Ganze hier weiter dekoriere. Also, ich habe mir Gedanken gemacht, was ich hier machen möchte. Zum einen möchte ich das Ganze matten in Gold. Dafür habe ich dieses goldene Papier jetzt rausgeholt. Dann habe ich noch ein Designpapier mir ausgesucht. Das hin. Und ich bin am Überlegen, ob ich das Gold brauche oder nicht. Nein, ich glaube, ich werde das gar nicht brauchen. Also das heißt, ich matte das Ganze jetzt einmal so und einmal so. Damit möchte ich es matten. Und dann habe ich noch was anderes. Und zwar, wenn ihr euch die Verpackung von diesem Notizbuch anschaut mit Kugelschreiber, ist das ja auch so, dass man das, wenn man das hier löst an der Seite, kann man das so öffnen. Und hier hat man sogar diesen Flap, der nach oben hin aufgeht. Und theoretisch könnte man auch sowas zu so einem Folder machen, ja, indem man das auch wieder schön alles umklappt. Und dann hättet ihr auch so einen Folder, falls ihr jetzt sagt, ich habe diesen Adventskalender nicht, möchte aber auch gern sowas basteln. Also die Möglichkeit besteht. Ich habe mir ja jetzt schon einen gebastelt und möchte daraus was anderes machen. Ich habe mir nämlich gedacht, wie cool wäre das denn, wenn wir, Moment, das hier nehmen und uns hier mal gucken, ob das überhaupt geht. Hier so eine Tasche damit machen, wo man dann sieht, was hier quasi vorne, wo man vorne auch noch mal was reinmachen kann. Das würde doch irgendwie cool aussehen. Das Einzige, was jetzt zu viel ist, wäre das. Das könnte man aber abschneiden und dann vielleicht von der Verpackung so ein Streifen hier draufkleben. Ich denke, das würde mir gefallen. Jetzt ist die Frage, möchte ich das vorher gemattet haben? Ja. Ich denke, so sieht das schöner aus. Gut, also das möchte ich auf jeden Fall auf einer der beiden Seiten. Und ich denke, auf der rechten Seite eher. Das heißt, da muss ich mir noch was rausschneiden. Dann habe ich ja hier noch die Verpackung. Die werde ich mir jetzt einmal hier öffnen. Dann seht ihr, da sind solche kleinen Gummis. Die mache ich mir jetzt einfach so raus. Kann ich vielleicht selber mal, wenn ich ein Geschenk verpacke, benutzen. Diese kleinen Gummis, weil man braucht ja anscheinend nur zwei Löcher und macht es hier fest. Hier sind rote Fahrer. Das wird wohl von diesem Stift selber sein, dass der so abfärbt. Das ist schade. Das heißt, dieses Stück kann man dann nicht verwenden. Das können wir uns gleich abschneiden. Ansonsten haben wir jetzt hier auch ein Harry Potter Papier, was wir eigentlich verwenden können. Und dann gucken wir uns mal den Rest an. Ja, das ist auch richtig cool, was wir hier noch haben. Das ist ja, ja wie eine Shadowbox, wo man vielleicht noch irgendwie was Cooles draus machen kann. Das möchte ich dann so, wie es ist, behalten, weil da fehlt ja dann nur noch hier was. Und schon ist das eigentlich schön verkleidet. Also daraus kann man auf jeden Fall auch noch was Cooles basteln. Und das könnte man jetzt dann hier für innen nehmen. Sodass das auch passt, alles zusammenpasst, ne? Genau, das ist so der Plan. Natürlich habe ich hier solche kleinen Falzlinien. Finde ich jetzt aber nicht so schlimm. Gut, dann würde ich sagen, fangen wir mal an, das Ganze zusammenzusetzen. Wir schneiden uns ein Papier zu, das 19 cm mal 25,5 misst. Und das zweimal. Dann können wir gleich mal gucken, wie wir uns das hier zuschneiden wollen. So,
Folgendes habe ich jetzt gemacht. Also das war ja das Papier, was wir zusammengeschnitten haben. Dann habe ich dieses Papier mir angeschaut. Das war ja von der Breite nicht breit genug, um es komplett hier, also um eine schöne Mattung hinzukriegen, sage ich jetzt mal. Dann habe ich geguckt, was ist der Abstand links und rechts und habe genauso viel Abstand oben und unten abgeschnitten davon. Dann habe ich das Ganze in Gold gemattet. Ich finde, das sieht einfach schön aus so. Ich finde aber, da fehlt dann noch ein Kontrast und habe mir ein schwarzes Papier dazu genommen. Wenn ich das schwarze Papier jetzt so ausmesse, dass ich es matten kann und vielleicht noch eine Tasche daraus machen möchte, muss ich mir quasi zu dem, was ich mir ausrechne als Mattung, nur noch einen Zentimeter links, rechts und unten dazu rechnen. Also das heißt, auf dieser breiten Seite kommen 2 Zentimeter dazu und auf der langen Seite kommt 1 Zentimeter dazu. Dann falzt ihr das Ganze und habt dann eine Tasche. So, jetzt kleben wir alles zusammen. Ich hoffe, es war verständlich erklärt. Und jetzt sieht man ja kaum mehr die Falzlinien, seht ihr? Ich finde, das sieht total schön aus. Das Ganze kommt dann hier mittig drauf. Genau, und wenn ihr euch dann sicher seid, so mache ich es und drücke ich es mir fest. So, und schon habt ihr hier jetzt auch eine kleine Tasche, wo ihr was reinmachen könnt. Und diese Tasche wird jetzt als Mattung auf unsere große Tasche draufgeklebt. Ich finde, das sieht total cool aus. Dann haben wir jetzt auf dieser Seite schon mal diese coole Tasche, wo wir einmal hier etwas reinmachen können und hier was ganz Großes. Und dann geht es weiter mit der linken Seite und da mit der rechten Seite. Und da möchte ich eben mit dieser Verpackung was machen. Also, ich möchte, dass das so eine durchsichtige Tasche wird. Dafür schneide ich mir das jetzt hier erstmal auseinander. Und alles, was mir gefällt, was mir gleich so ins Auge springt, was ich noch verwenden kann, schneide ich mir natürlich ordentlich ab. Also zum Beispiel liebe ich es, in Junk Journals sowas mit einzubauen. Wie so eine, ja, versteckte, Moment, so rum. Wenn da so eine versteckte Botschaft geschrieben werden kann. Also das hebe ich mir auf. Dann finde ich diese ganze Leiste total interessant. Die schneide ich mir jetzt auch hier vorsichtig raus. Leider habe ich genau die schöne Seite ein bisschen angerissen bei der Verpackung. Also das schneide ich mir raus. Das schneide ich weg, das brauche ich nicht. So, und dann brauchen wir eigentlich nur diesen Bereich. Ich glaube, da nehme ich mein Schneidebrett, dann kriege ich das schöner hin. Jetzt muss man natürlich gucken, was ist denn hier die Breite, wenn wir da so eine Tasche machen wollen. Was ich auf jeden Fall machen möchte, ist den gleichen Effekt, den wir jetzt vorhin hatten mit Gold und mit Schwarz.
Das bedeutet, ich werde mir das Ganze jetzt hier an der Seite matten und auch hier unten. Dafür habe ich mir jetzt einfach goldene Streifen geschnitten, so ungefähr 0,5 cm große Streifen. Ich mache mir doppelseitiges Klebeband hier drauf und dann klebe ich mir immer jeweils diesen Streifen drauf. Ihr seht, dieser ist ein bisschen dicker, aber die nächsten Streifen, die ich mir dann zuschneide, sind etwas dünner. Also ich möchte eigentlich, dass so ein Viertel-Inch-Rand entsteht, so wie wenn ich es matten würde, was jetzt aber nicht geht, weil ja da diese Folie drauf ist. Und wenn ich das jetzt gold matten würde, hätten wir einen goldenen Hintergrund. Und das wollte ich nicht, ja. Und so mache ich das jetzt Stück für Stück. Ich nehme immer einen Streifen und klebe ihn drauf. Und dann nehme ich mir den nächsten, schneide den zu und so geht es dann immer weiter. So, jetzt habe ich es geschafft, eine Mattung zu machen, ohne dass ich die Folie hier irgendwie, ja, dass man diesen Folieneffekt nicht mehr hat. Oh, und jetzt merke ich gerade, dass ich das hier oben eigentlich umsonst gemacht habe, es sei denn, ich nehme diese Tasche für hier. Ich habe mir das jetzt gekürzt, so, dass das auch oben und unten passt. Und hier werde ich mir jetzt noch, ich sehe gerade, dass links und rechts der Abstand ein bisschen größer ist. Das heißt, eigentlich müsste ich hier sogar noch ein bisschen mehr wegnehmen. Das mache ich jetzt auch. Also ihr kürzt das Ganze so, dass das dann auch passt. Ich mache das erst auf der einen Seite, weil das stockt dann immer so ein bisschen. Und drehe es dann nochmal um. Es ist halt Folie und dann wieder was etwas härter. So lässt sich das ganz gut schneiden. So, jetzt passt es. So klebe ich das mir jetzt drauf und dann mache ich mir noch schwarze Streifen, die ich mir einmal ringsrum draufkleben werde. Die Streifen sind nur ein Viertel Inch. Also da mache ich mir drei Stück von. Das sind jetzt die Streifen und die muss man gleich richtig ausmessen, dann muss man sie nur noch draufkleben. Also der darf 9 haben. Hier 9 Inch. Hier 6 Dreiviertel. Okay, dann setzen wir jetzt alles zusammen. Bei mir ist hier gerade ein kleines Chaos entstanden. Das wird jetzt quasi hier mittig draufgeklebt. Bevor ich es klebe, schaue ich, dass ich mir das hier so sauber wie möglich mache. Gut, und dann nehme ich meine Streifen und klebe die mir hier so drauf, damit ich diese schwarze Mattung noch habe. Und natürlich müsst ihr dann hier unten, das habe ich vergessen, wenn ihr das Maß von hier unten wollt, müsst ihr links und rechts ein Viertel Inch dazu rechnen. Das habe ich vergessen. Genau, deswegen hat das vom Maß her nicht geklappt, also 9,5. Klebe ich mir jetzt hier auf die Tasche.
Dann muss ich noch überlegen, ob ich das so lasse oder ob ich hier noch irgendwas brauche. Aber ich finde, das kann man so lassen. Das sieht doch so schon total schön aus. Also jetzt könnte man noch weitergehen und hier das Harry Potter noch drauf machen, aber ich weiß nicht. Ich glaube, ich lasse das jetzt erstmal so und möchte mich jetzt mehr auf das hier konzentrieren. Weil was machen wir denn damit? Ich gucke mir mal meine Reste an, ob ich nicht einfach mit den Resten hier, weil es ist ja nur das hintere, ne? Ja, das würde zum Beispiel gehen, wenn ich das hier jetzt benutze. Und vielleicht mir da noch so ein. Ich hole mir noch ein 12x12 Papier in Schwarz. So, ich messe mir jetzt das aus, was ich in Schwarz brauche. Ich habe jetzt mal nur einen Viertelinch Rand gemessen. Schauen wir mal, ob mir das zu viel ist. Ob ich vielleicht doch noch was erhalten möchte. Also so wäre das so. Ihr seht, wir haben hier die Bruchstelle. Ich möchte auf jeden Fall noch hier was drüber kleben, deswegen lasse ich die erstmal so sein, wie sie ist. Ja doch, also ich möchte schon, dass das komplett hier rüber geht. So, in Schwarz, dass ich nur einen Rand habe. Okay, das ist jetzt schon mal das. Dann habe ich ja hier die blauen. Die möchte ich dann ungefähr so. Da brauche ich jetzt erstmal dieses Maß. Das war 11. Ich denke, das ist dann ganz gut. Möchte ich dann hier mittig. Und bis auf ein kleines bisschen, wo ich hier mir wirklich so einen goldenen Streifen vielleicht in die Mitte machen kann oder irgendwas anderes. Dafür verbinden wir erstmal dieses Stück mit diesem hier. Dann werde ich mir dieses Stück schon mal so draufkleben, damit ich dann ganz genau weiß, wo ich dieses dranhänge. Ja, umgekehrt. Ich werde mir zuerst mal das hier draufkleben. Genau. So. Und was mir gerade auffällt, ist, dass das hier nicht ganz gerade ist. Das heißt, das schneide ich noch vorne ab, damit es. Später geht das nicht mehr, wenn man das so macht. Ich habe was falsch gemacht. Hier fehlt jetzt noch ein bisschen Gold. Das sehe ich gerade. Das heißt, ich brauche auf jeden Fall noch einen Streifen. Und so werde ich mir das jetzt draufkleben, weil das ist jetzt irgendwie so eine Tür, wo man vielleicht noch irgendwas Cooles dann noch mit dran kleben kann. Genau, so kommt das dahin, aber vorher muss ich mir hier noch etwas rüberkleben. Das hole ich mir. So, ich habe jetzt ein Spitzenbändchen rausgesucht. Das habe ich von der lieben Kräuterhexe Betty geschenkt bekommen. Und das ist jetzt zwar ein anderer Stil, aber ich glaube, das würde passen, wenn ich das jetzt hier so draufklebe, dass hier dieser Rand zu sehen ist. So, also nur der Wellenrand. Dann müssten die Rosen auf der Bindung sein. So, und hier müsste ich das jetzt so rausschneiden, dass nur die kleinen Röschen rauskommen. Ich denke, das sieht gut aus. Und dafür werde ich mir das jetzt hier einmal nochmal gucken, wie lange ich das brauche. Ja, einmal hier trennen und dann entlang des Musters schneiden.
So. Wenn ich das jetzt hier drauf habe, ob ich möchte, dass die Rosen da rausgucken. Ja, doch, das möchte ich schon. Doch, das sieht schon schön aus. Das bedeutet, dass ich jetzt das doch schon draufkleben kann. Sieht richtig cool aus. Sehr hübsch. Das ist, jetzt wird immer schöner, umso mehr man dran arbeitet. Gut, dann hole ich mir mal meinen Kleber und werde das draufkleben. Dafür benutze ich wieder meinen Schwanheimer Industriekleber. Und zwar den hier. Den verlinke ich euch unten wieder in der Videobeschreibung, damit es einfach schneller geht und ich keine Sauerei habe. Deswegen möchte ich diesen hier benutzen. Jetzt muss ich mal gucken, welches davon ist die Seite. Die ist schöner, oder? Ja, das ist die schönere Seite. Und das bedeutet, ich habe es vorhin die ganze Zeit andersrum gehabt. Mit der falschen Seite und habe mir das jetzt eigentlich falsch zugeschnitten. Müssen Sie noch mal gucken. Okay. Das bedeutet, ich muss das hier eigentlich kleben. Also hier anfangen. Okay. Fangen wir hier mit Kleber an. Und das mache ich jetzt wieder Stück für Stück damit. Und das ist halt einfach total problemlos damit. Ja, als ich die Spitze nämlich mit meinem Art Glitter Glue kleben wollte, hat das überhaupt nicht geklappt. Und ich finde, das nervt dann, wenn man einen Kleber drauf macht und es ewig lang dauert, bis das trocknet. Hier drücke ich einfach nur fest und es klebt. So, das ist jetzt auf jeden Fall schon mal fest. Dann schaue ich mir das Ganze mal von oben an. Also hier wollte ich natürlich das hier so zukleben, dass das hier oben nicht mehr zu sehen ist. Das mache ich dann noch. Oder ich müsste das jetzt gleich machen. Jetzt drehen wir das Ganze mal um und schauen mal, ob wir das hier. Okay, seht ihr? Nur hier ist die weiße Stelle. Da mache ich mir, glaube ich, ein Washi-Tape hin. So, ich nehme mir jetzt mein Washi-Tape und schau mal, ob. Übrigens liebe ich diesen Schlüsselanhänger. So süß. Ist das dieser hier? Der passt irgendwie farblich nicht. Wir haben ja so einen schönen blauen. Ich glaube, der würde ganz gut passen. Ich glaube, ich mache dieses Washi-Tape, auch wenn es dann ein bisschen auf dem Kopf steht oder ich muss mir das immer wieder. Ja, also ich sehe hier ist nur eins, was auf dem Kopf steht. Dann mache ich das vielleicht einmal hier ab. Klebe das dann
So. Okay. Ihr seht, was ich hier mache. So. Einmal rüber. Und das ist ein gutes Washi-Tape. Das scheint sich nicht zu lösen. Seht ihr? Dann habe ich hier dieses Christmas is Magic. Und dann nehme ich mir das hier raus, was auf dem Kopf ist. Das mache ich mir jetzt einfach auf mein Falzbein. So. Und jetzt muss ich natürlich ein bisschen öfters schneiden, so wie es aussieht. Das ist das Blöde bei diesem Washi-Tape, weil es halt immer mal wieder auf dem Kopf ist. Aber das macht nichts. Man könnte das ja einfach auf dem Kopf auch lassen, aber das stört mich dann immer. Sowas. Kann ich ja das auch noch nehmen. Ich dachte nämlich, dass das nächste auch wieder doppelt sein wird, aber nein. Gut. So, und dann habt ihr hier so diesen Christmas is Magic Rand. Sieht auch schön aus, finde ich. Okay. Und dann klebe ich mir eigentlich jetzt nur noch das hier so drauf. Und da werde ich mir jetzt einfach auch hier für die Bindung innen. Ich bin am Überlegen, ob ich hier auch noch was draufkleben muss oder ob das mit dem reicht, was ich dann hier so drüber klebe. Ja, ich denke, das müsste reichen. Wenn ich das dann noch schön hier einmal so draufklebe. Oder wir schneiden das Ganze ab und machen hier lieber ein Washi-Tape. Das ist, glaube ich, sinnvoller, hier ein Washi-Tape zu machen. Dann nehmen wir wieder Christmas is Magic. So. Einmal hier umschlagen, damit das Weiße nicht mehr gesehen wird. So, genau. Und das kommt dann einfach hier rüber. Da mache ich mir einen Schnitt. Klebe mir das hier gleich schon mal fest. So, und das hält halt. Also das ist das Gute an dem Kleber, dass ihr euch sicher sein könnt, dass das dann auch hält und ihr diese Probleme nicht habt, dass das sich löst. Deswegen nehme ich jetzt auch meinen Schwanheimer, weil dann habe ich es ein bisschen leichter. Und hier schneide ich mir jetzt das Stück einfach weg. So, und dann kann ich mir das jetzt Stück für Stück draufkleben. Schau mal, wie gut das hält mit dem Kleber. Das ist ja der Wahnsinn, oder? Guck dir das mal an. Also ich bin so beeindruckt von dem Kleber, das muss ich
euch jedes Mal sagen, weil guckt euch das mal an, wie schnell das hält. Also ich habe sowas nie gerne gemacht. Klar, ich habe jetzt nur das Washi-Tape überklebt, aber es soll ja nur so durchschimmern. Ich finde das mega, wie schnell das geht. Also ich habe jetzt zwar ein bisschen Kleber an den Fingern, aber das lässt sich ja wegwaschen. Wenn ich es jetzt mit Heißklebepistole oder so mache, dann verbrenne ich mir ja die Finger. Deswegen richtig cool. Ich liebe es. Jetzt schneide ich mir nur noch die Reste ab und nachdem das ja schon fest ist, muss ich nicht einmal warten. Noch ein Vorteil von diesem Kleber. Also einfach abschneiden. Und hier. Jetzt bin ich fertig. Ich habe noch ein paar Sachen ohne Kamera gemacht, denn hier hinten war ja noch diese Bruchstelle zu sehen und das weiche Weiß. Also ich habe das hier einmal mit Edding Gold gefärbt, damit es einfach schöner aussieht, finde ich. Und hier bei der Bruchstelle, da habe ich dann auch wieder mit meinem Schwanheimer Industriekleber mir einfach an der Bruchstelle entlang so einen kleinen Tropfen Kleber gemacht. Und habe mir dann von dem Rest, was ich mir abgeschnitten hatte, sowas wie so ein kleines Blättlein abgeschnitten. Und habe das jetzt einfach draufgeklebt. Das ist auch noch gerade am Trocknen. Das ist noch nicht ganz trocken, aber es ist schon fest. Das geht ganz einfach, weil man da einfach, ja, wie mit einem normalen Kleber, einfach alles so zusammenkleben kann, wie man möchte. Und es trocknet wirklich sehr, sehr schnell. Also es klebt auch echt sehr schnell fest. Das ist richtig toll. Hier ist noch eine Stelle, wo man Tesafilm sieht. Das ist jetzt noch etwas, was mich stört. Das werde ich mir jetzt auch noch wegschneiden. Ich zeige es euch jetzt mal so, damit ihr mal die ganze Ansicht habt. So sieht es von hinten aus. So sieht dann die Bindung aus. Richtig schön. Und so sieht es dann von vorne aus. Ich hoffe, man kann es erkennen. Und es hält alles richtig gut. Ich bin so zufrieden über dieses Ergebnis. Nur das Washi-Tape hält nicht so gut, aber das habe ich auch nicht festgeklebt. Also wenn ihr da Probleme habt, lieber mit doppelseitigem Klebeband. Und oder ihr macht es so, wie ich das jetzt hier gemacht habe, einfach mit einem goldenen Edding diesen weißen Streifen überkleben. Das wäre auch eine Möglichkeit gewesen. Ja, und dann habe ich hier noch, hier haben wir ja die zwei Taschen, einmal die zwei großen Taschen. Und noch die kleinen Taschen, die wir jetzt dazu gemacht haben. Ich finde, die sind so, so schön geworden. Und da habe ich dann noch ein zweites Washi-Tape hingeklebt, sodass sich das einfach, ja, dass das einfach zusammenpasst. Sieht sonst komisch aus, wenn nur auf der einen Seite das ist. Und hier habe ich noch so ein Band, das habe ich auch von der Kräuterhexe Betty geschenkt bekommen. Einmal hier und einmal hier drauf geklebt. Das hat ja schon ein Klebeband dran, aber das hat sich immer wieder gelöst. Und dann habe ich auch wieder meinen Schwanheimer Kleber benutzt. Und ja, das hält jetzt. Also das geht jetzt nicht mehr ab. Das ist das Tolle. Genau. Ich bin sehr zufrieden. Ich finde, es ist wunderschön geworden und wartet jetzt darauf, dass die Projekte, die wir in dieser Woche basteln, hier ihren Platz finden. Die einen werden ihren Platz hier finden, werden ja auch noch mit diesen hier basteln. Also sowas findet hier natürlich keinen Platz. Ja, aber wenn euch mein Video gefallen hat, würde ich mich natürlich selber einen Daumen nach oben freuen. Wenn ihr sehen wollt, wie es hier weitergeht und sonst noch alles so bastel, abonniert einfach meinen Kanal, dann verpasst ihr auch nicht die Videos, die dann kommen. Ihr könnt auch die Glocke aktivieren, dann bekommt ihr auch gleich eine Nachricht. Und ansonsten freue ich mich schon aufs nächste Mal. Bis dann. Tschüss.